Hallo und willkommen zur 12. Ausgabe von Pandemonium. Ich spare mir an dieser Stelle das Gejammer über meine Arbeit und steige gleich zu den wichtigsten Themen ein. Ich wollte nochmal darauf hinweisen, dass man kann sich für diesen Server bewerben. Man kann sich auch wiederholt bewerben, wenn jemand es schon mal versucht hat. Und wichtig ist nur, dass ihr halt keine kurze 0815 Bewerbung schreibt. Sowas wird halt sofort abgelehnt, wenn da nur drin steht, ich möchte gerne mitspielen. Das ist uns einfach ein bisschen zu wenig, da wollen wir ein bisschen Einsatz sehen. Und wir wollen ein bisschen was über euch wissen, wer ihr seid, wie alt ihr seid, was ihr sonst noch so für Spiele spielt und was ihr in Minecraft erreichen wollt oder was ihr halt so in Minecraft seid. Seid ihr mehr PvP-Spieler, seid ihr mehr Bastler, seid ihr mehr Minengänger? Einfach nur ein bisschen Informationen über euch, sodass unsere Neugier geweckt ist, dass wir da mehr wissen wollen. Ja, ansonsten habe ich jetzt mehrmals den Hinweis in der letzten Zeit bekommen, dass mein Eisenfarm-Video weg ist. Das hat auch einen bestimmten Grund, den ich jetzt nicht allzu breit treten möchte. Aber ich werde das Video zeitgleich zu diesem Video nochmal erneut hochladen, sodass man es nachsehen kann, weil an den grundlegenden Funktionen hat sich ja nicht viel geändert. Es ist halt nur ewig alt und überholt. Aber ich will es halt der Vollständigkeit halber wieder in meiner Liste haben und nicht als gesperrtes Video. Ansonsten gibt es einen gemeinsamen Pandemonium-Kanal. Das heißt, an dem Kanal wird nichts hochgeladen, aber man kann dieser Kanal folgt quasi allen Mitgliedern, die Videos hochladen, und diese Videos werden dann geliked und in eine Playlist hineingespeichert, sodass, wenn jemand hier gerne das sehen möchte, also wenn jemand die das verfolgen möchte, dann kann auch auf den Kanal gucken, weil es einfach was die aktuellsten Videos sind. Ansonsten hat sich in der Basis selber nicht allzu viel getan. Ich habe es ja in meinen Social Media Kanälen ein klein bisschen darauf hingewiesen, dass wir da nicht so viel gemacht haben, aber hier oben gibt es ein kleines Gebäude, das ich später näher zeigen möchte. Ansonsten war ich hier etwas inaktiv in der Basis selber. Es liegt auch daran, dass ich einfach zu viel lange Zeit einfach nichts getan habe. In letzter Zeit hat mich wieder die Lust gepackt und ich konnte wieder etwas Zeit investieren, und deswegen habe ich auch wieder was zu zeigen, und deswegen gibt es jetzt auch wieder ein Video. Was ich im letzten Video nicht gezeigt habe, oder was ich seit dem letzten Video nicht gezeigt habe, war, dass mir Jay hier ein frohes neues Schild reingepackt hat. Das kann ich jetzt mal abreißen, als habe ich es ja gezeigt. Und ja, dann zeige ich nochmal alles, was sich so grundsätzlich geändert hat, also was wir einfach hier noch so haben. Hier gibt es ein Buch, das hier war, und das habe ich auch noch nicht gezeigt. Hier steht, hallo Herr Pande, ich habe Ihr Schloss geknackt, billig. Doch als ich Sie etwas um Ihr Hab und Gut erleichtern wollte, sah ich ein gewaltiges Slime-Monster in den unteren Kammern. Scheinbar hat es ihre gesamte Heino-Plattensammlung verschlungen. Ihr Glück, so wurde ich am Stehlen gehindert, allerdings müssen sie mit dem Monster allein fertig werden. Viel Erfolg, hochachtungsvoll, der Meisterdieb. Diesmal eher nicht. ja, das kann nur einer gewesen sein. Das war natürlich Meteor Man, aka der Schleifer. Und meine ganze Heino-Plattensammlung, alles, was mir lieb war, ist weg. Fujiyama. Und das liegt daran. Und da guckt man als allererstes mal schon ein bisschen blöd, wenn man hier runter geht und man sieht so ein Slime-Monster. Aber es war eine echt gute Idee. Und hier haben wir auch die Plattensammlung. Ja. Und mich regt das Teil schon seit ein paar Monaten auf, dass es hier rumsteht. Aber ich wollte es halt nicht abbauen, weil ich es einfach zeigen wollte in dem Video. Und ich werde es dann wohl irgendwo draußen in der Basis verewigen, dass es da sein darf. Na gut, dann hier haben wir nur ein paar Öfen hingebaut, weil ich einfach Material gebraucht habe, das automatisch durchbrennt. Ich habe es noch nicht wirklich verschönert, und ich habe hier auch noch mit dem Fichtenholz, das müsste Tannenholz sein, oder? Das ist doch Tannenholz. Fichtenholz, nee, passt schon. Fichtenholz. Ich bin auch schon ganz gaga. Also der Fichtenholzraum, der wird eben der Raum mit den Tieren werden. Und hier habe ich schon eigentlich die meisten Tiere runtergezogen bzw. runter entführt vom Tageslicht. Und
Ja, ich möchte das jetzt noch so. Also der Grundriss steht quasi, aber ich möchte hier noch ein bisschen das ausbauen, dass alles ein bisschen mit Holz verarbeitet ist und auch ein bisschen mehr nach Stall aussieht. Und hier wird es dann weitergehen zum nächsten Raum. Aber da bin ich auch noch nicht weitergekommen. Wie gesagt, also in der Zwischenzeit habe ich dann die Lust am Basteln gepackt und ich habe mir ein kleines Schloss gebaut. Wie weit ich da jetzt noch das ausbauen werde, das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Da muss ich mal gucken. Da muss ich mal gucken, was ich mir so. Genau, hier habe ich die Tiere weggebracht. Ein paar sind noch verblieben. Wie weit ich das noch betreiben werde mit dem Schloss, also wie weit ich es noch ausbauen werde, das weiß ich noch nicht. Ich weiß auch noch nicht, was ich das alles reinpacken soll. Also ich habe so ein bisschen eine Vorstellung, das zeige ich euch gleich, wie es mir, was ich mir so, oder wo ich mir so bestimmte Räume vorstellen kann, aber es ist halt einfach zu viel Platz. Und ich denke mal, also die eingefleischten Schlösser-Fan und euch, die wissen es ja, was es ist. Also es soll so eine. Es ist nicht 1:1 nachgebaut und auch nicht maßstabsgetreu, aber es ist dem Schloss Neuschwanstein nachempfunden. Und das ist gar nicht mal so leicht mit den Blöcken umzusetzen. Also wer ja meine Videos kennt, der weiß, dass meine Freundin mal vor langer, langer Zeit das Schloss Neuschwanstein in einem im Kreativmodus nachgebaut hat. Das Video kann ich in der Videobeschreibung verlinken. Das war schon ein sehr großes Bauwerk und so groß wollte ich es aber nicht bauen. Nicht so viel Platz habe ich auch gar nicht, sondern ich kann ja mal schnell in den Kartenraum gehen. Genau, also so viel Platz habe ich auch gar nicht und ich wollte es auch gar nicht so groß bauen, weil ich auch nicht so ewig viel Zeit investieren wollte. Aber so wie es jetzt so, also so wie es jetzt ist, so war es sehr gut. Ja. Und ich habe es noch nicht aktualisiert. Es sieht mittlerweile schon ein bisschen anders aus. Na gut, aber es passt genau rein. Das Einzige, was halt ein bisschen blöd ist, ist aus der Entfernung sieht es immer ein bisschen schöner aus mit den Blöcken. Wenn man näher dran ist, sieht es nicht so schön aus. Und die Aufgabe wird es darin bestehen, dass ich das schön mache. Und da muss ich jetzt einfach ein bisschen testen und schauen. Ja, dann verreisen wir doch mal hin in das Schlösslein. Und schauen wir uns das mal aus der Nähe an. Und da sind wir schon mal im Innenraum des Hauptgebäudes. Sehr, sehr hoch. Aber gar nicht mal so breit, wie man es meinen würde. Wir können jetzt mal die Nacht überspringen. Dass es da ein bisschen schneller geht. Jawohl. Also hier habe ich eine kleine Schaltung drin, damit der Minecart automatisch losfährt. Also oft, wie ich da hin und her gefahren bin und hier ist eine Schaltung, dass wenn ich über diese Platte fahre, dann wird hier diese Maschine aktiviert, die mich dann im Endeffekt rausschmeißt aus dem Kahn. Ja, hier ist der Balkon. Den werde ich wahrscheinlich vergrößern oder mehr aufbauen, ausbauen, weil ich, weil er mir so an für sich gefällt, aber er ist mir noch ein bisschen zu klein, dass man das wirklich im Balkon schimpfen könnte. Schöne Grafikbugs. Da muss ich mal gucken. Jetzt ist auch die Sichtweite wahnsinnig weit eingestellt. Machen wir einfach mal. Die Hälfte reicht ja auch. Genau, es ist einfach nur ein bisschen größer, will ich den machen. Das Hauptmaterial, was hier verarbeitet wurde, ist natürlich Schnee und Stonebricks und blaue Wolle und Sandstein. Da habe ich hauptsächlich auch diesen glatten Sandstein genommen, weil der mir besser gefällt als der Sandsteinziegel. Der Balkon hat noch einen zweiten Stock. Das sieht im Endeffekt genauso aus. Keine großen Änderungen. Aber ja, da muss ich jetzt mal gucken, wie man das so machen. Ich will auch wirkliche Räume hier reinbauen. Aber mir fehlten noch ein bisschen so die Ideen, was ich so allgemein machen will. Also was dir, was ich hier für Sachen verbauen könnte. Soll ich da irgendwie eine Farm reinbauen oder eine Diskothek wahrscheinlich? Aber ich weiß es nicht. Da kommt Zeit, kommt Rat. Wenn wir hier rauf gehen, kommen wir auf den höchsten Turm von dem ganzen Schloss. Und die Türme sind ein bisschen tricky, weil ich wollte eigentlich, dass alles ein bisschen funktional ist. So,
Es ist auch noch nicht hundertprozentig sicher hier. Ich will, dass alles funktional ist. Das heißt, jede Beule im Schloss soll auch erreichbar sein und jeder Turm. Und da muss ich jetzt noch überlegen. Also hier würde es mir sehr gut gefallen, wenn ich hier die Möglichkeit habe, dass ich so eine Wendeltreppe drauf mache, weil es ist ja groß genug, also dass es keine Leiter drauf geht. Das war, ist es nur provisorisch, jetzt habe ich keinen Schnee dabei. Es ist nur provisorisch, damit man hier auch schön rundherum laufen kann, und das kann man dann besser umsetzen, wenn hier nicht in der Mitte die direkte Lücke ist. Dann haben wir hier quasi den so einen kleinen Rundgang, und so würde der Rest aussehen von der Seite. Wir schauen danach nochmal runter, weil das Schloss steht ja eigentlich auf einer Schlucht. Das, was ich cool finde, ist auch wirklich, dass man hier vom Dorf aus oder von meiner Basis aus das Schloss sehen kann. Also ich habe immer eine bayerische Augenweite, sage ich jetzt mal, in der Nähe, und gleichzeitig habe ich aber auch die Möglichkeit, umgedreht meine Basis mal zu begutachten, wie sie aussieht. Genau, und von daher ist es auch nicht ganz verkehrt. Und finde ich, hat sich jetzt schon optisch für mich gelohnt. jetzt können wir hier rausgehen und mal gucken. Es ist relativ, oder? Ist ein bisschen asynchron, aber das war gewollt. Es ist auch nicht so, also wenn ihr wirklich mal Bilder anguckt, dann sieht man erst, wie viel oder wie schwierig es ist, das irgendwelche Details zu verbauen. Also es sieht jetzt, aus der Nähe sieht es wie gesagt wahnsinnig hässlich aus, aber in der Ferne ist es dann wieder umso schöner. Aber da muss ich jetzt einfach so bestimmte Sachen machen, Elemente hinbauen oder umgedrehte Stufen dran heften oder so, dass man einfach da ein bisschen verspielte, verschnörkelte Sachen haben. Und da bin ich ja nicht so wirklich gut darin, aber das ist halt die Aufgabe für mich, damit mir nicht langweilig wird und ich auch besser werde. Genau, hier haben wir auch so eine Art Türmchen. Und ich habe noch nicht alle Fenster gesetzt, beziehungsweise ich habe jetzt nur mal die Fenster so provisorisch dran gebaut. Es ist ein bisschen schwierig. Neuschwanstein hat sehr viele Doppelfenster. Also das heißt, eigentlich haben wir einen runden Bogen drin. Also das heißt, wir hätten jetzt hier quasi so eine Art runden Bogen drin, und da wären zwei Fenster getrennt voneinander. Hochformat. Und das ist ein bisschen schwierig nachzustellen. Und jetzt habe ich, ich habe es mal so ausgestochen quasi aus dem Schnee, aber ich bin schon überlegen, ob ich es so ähnlich mache wie hier bei dem beim Tor selber. Hier habe ich, hier wäre es ja auch eigentlich so mit diesen Doppelflügeln, aber hier habe ich alles nur auf Zweier begrenzt, und das finde ich, dass es dann doch eigentlich ganz gut aussieht. Weil es dann einfach, es sieht nach mehr aus, aber es ist trotzdem noch schön anzusehen, sagen wir mal so, und nicht so ewig große Fenster oder so. Genau, hier sind ja ein paar, schon mal ein paar verspielte Sachen, die ja, wo können wir denn hinschauen? Also ich habe jetzt mal so gemacht, ich habe jetzt hier überall einen Boden reingezogen, wie das Ganze dann im Endeffekt aussehen wird. Oder also ich habe hier auch eigentlich eine doppelte Wand drin. Die werde ich wahrscheinlich alles rausreißen, damit hier mehr Platz ist. Ich habe es einfach mal so versucht, maßstabsgetreu nach einem bestimmten Plan nachzubauen. Das hat allerdings den Effekt halt einfach, dass es ein bisschen schmal wirkt, wenn man es auf die Breite betrachtet. Aber wie gesagt, also dadurch, dass es kleiner ist, muss man sich ein bisschen mehr anstrengen, und man muss auch da ein bisschen mehr gucken, was geht. hier haben wir den einzigen Turm, wo wirklich so die Fläche hier oben momentan da ist, wo man was schauen kann. Also wo man hier rundherum laufen kann und wo es in der Mitte kein Pfeiler ist. Das hat sich angeboten mit dem Dach. Aber schauen wir mal, wo das noch hinführt. Hier haben wir noch einen kleinen Rundgang. Da sieht man sogar noch ein bisschen mehr. Genau, hier ist der Hof. Also es fehlt auch noch eigentlich eine indirekte Beleuchtung. Also ich möchte nicht so viele Fackeln rumstehen haben. Momentan muss man es so machen, sonst habe ich zu viele Monster hier. Aber man kann ja auch die Fackeln schön an einen Rahmen hängen oder so Sachen, weil einfach das ein bisschen verspielter wirkt und eine gewollte indirekte Beleuchtung. Und dann können wir noch schauen, ob zum Beispiel ob wir noch eventuell so Seelaternen verbauen können oder sowas, oder Glowstone, da findet man sicherlich was. Jawohl, dann sind wir hier
vorm Tor. Genau, das Tor sieht momentan so aus, das sind zwei blockbreiter Durchgang. Das originale Neuschwanstein hat eigentlich hier diesen Weg hier runter vorbei und dann geht es runter den Berg. Das habe ich jetzt individuell angepasst, das heißt, es soll ja auch zu meiner Gegend passen und es ist ja sowieso nicht maßstabsgetreu, also von daher kann ich ja Änderungen vornehmen, wie ich will. Und deswegen haben wir jetzt hier mal so einen kleinen Weg runter. Ich bin am Überlegen, ob ich das so hier runterlaufen lasse. Vielleicht noch ein bisschen Terraforming mache, denn es wäre ganz lustig, wenn man hier so eine Art Straße hätte. Da kann man auch hinlaufen und kann man es auch immer wieder betrachten. Glaube ich, ist auch ganz schön. Ansonsten ist es so, dass die, ich habe hier eigentlich eine Schlucht. Ich habe hier eigentlich eine Schlucht und diese Schlucht wurde so quasi mitten so eine Art Brücke überbrückt. Genau. Aber irgendwie von, so wenn man es gerade anzieht, schaut es wieder gut aus, aber sobald man es irgendwie verzerrt ist, ist es dann, da merkt man dann wieder die Kanten. Genau, das kann man mal aus der Nähe angucken, es ist so eine Art Rundbogen, auch wieder ein bisschen verschnörkelt. In der Hoffnung, dass es irgendwann mal schön fertig wird. Dann gehen wir wieder hoch. Können wir noch mal kurz reinschauen. Das Einzige, was ich ein bisschen besser ausgebaut habe, ist eigentlich das Eingangstor. Das hat jetzt schon mal so ein bisschen einen zweiten Boden drin und ein paar Türen und Druckplatten. Und das schauen wir uns jetzt mal an, wie das aussieht. Hier geht's rein, machen wir wieder zu. Denn nachts sind wirklich einige Mobs da. Also hier haben wir einen Eingang. Da ist ein Raum, da weiß ich noch nicht, was reinkommen soll. Aber wir haben hier an der Seite schon mal einen Turm. Und mit dem man den Turm rauf geht, sind wir auch wieder so weit. Wir können den Turm nutzen als Turm, also wir können raussehen. Man können nicht rausfallen, weil es so klein ist. Die Leitern werden auch wegkommen, sobald es mal soweit ist, dass es soweit fertig ist und ich nicht mehr rauf muss. Aber hier kommen wir jetzt schon mal in den ersten Stock rein und hier habe ich mir vorgestellt, hier wäre es glaube ich ganz witzig, wenn hier einfach Rüstungen stehen. Und deswegen habe ich hier die einfach mal der Reihe nach aufgereiht. Und die werden jetzt dann einfach mal so die ganzen Rüstungen bekommen, was ich so zusammensammle durch die Monster. Und hier haben wir nochmal einen Aufgang. Hier kommt eigentlich ein kleiner Balkon rein. Und deswegen ist auch hier kein Fenster drin und hier haben wir auch nochmal so einen kleinen Ausguck. Normalerweise, glaube ich, im Originalschloss könnte man hier raufgehen. Das ist jetzt mangels Platz nicht möglich, aber wir können hier dort stehen und gucken und eventuelle Feinde abwehren. Nicht wirklich, aber das reicht mir schon aus, würde ich sagen. Genau, ansonsten hier haben wir auch noch einen zweiten Turm, der funktioniert natürlich genauso. Ist im Endeffekt baugleich, nur von einer Seite. Und wenn wir jetzt runtergehen, im ersten Stock sind wir wieder unten im Erdgeschoss und hier haben wir auch wieder den gleichen Raum. Und hier geht es aber noch rein zu dem kleinen Nebengebäude, da ist es auch so, da, das ist relativ schmal leider, aber das ist vom Maßstab her, hat es halt nicht besser gepasst. Jetzt müssen wir mal schauen, was, ob wir hier was, überhaupt was reinmachen oder nicht. Hier wäre mal ein Eingang drüber. Und hier habe ich noch quasi, also momentan, normalerweise ist da kein Loch drin, aber ich habe es mal drin, damit ich hier reinkomme, weil hier auch ein Aufgang ist für den einen Turm. Ich habe hier auch so ein bisschen ein kleines Lager und das ist alles Hohlraum, also der ja eigentlich nicht geplant ist. Das heißt, da könnte man auch irgendwas reinbauen. Und hier haben wir dann wieder das Hauptgebäude. Und eigentlich das Hauptgebäude fängt hier erst hier oben an. Das heißt, hier oben müsste eigentlich eine Decke durchgezogen werden. Und dann wären wir erst im eigentlichen Gebäude drin. Und da müssen wir jetzt auch mal gucken, erst was wir hier so reinmachen. Genau, hier haben wir glaube ich auch noch ein Türmchen. Der ist aber nicht allzu groß. Da habe ich jetzt noch keine Fenster drin. Aber da können wir mal von der anderen Seite gucken. Genau. Ja, das war's eigentlich. So im Großen und Ganzen.
Ja, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, was man hier so reinbauen könnte oder so, dann würde ich mich natürlich freuen über euer Feedback. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass mal wieder ein Video kommt. Ich hoffe, wie immer, dass es wieder mehr wird in nächster Zeit. Und ja, dann esse ich jetzt erstmal einen Schnitzel auf euch. Sage vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs Bewerten. Wenn ihr mir einen Kommentar da lasst, freue ich mich natürlich immer. Und ja, dann macht's es gut. Vielen Dank fürs Einschalten. Bye, bye.